Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. Oh, und da wird's schon schön. Da wollen uns schon einige Viecher ans Leder. Da waren aber gerade mehr. Wo sind die hin? Ich höre die doch. Hallo? Hallo? Ich hab die doch gehört. So, da ist irgendwo ein Versteck. Vermutlich liegt's da oben. Denn hier sehe ich nix. Nachricht: Als Belohnung dafür, dass Sie das Geheimnis der verschwundenen Stalker lüften konnten, wurden medizinische Vorräte in Ihrer persönlichen Kiste auf der Skadowsk hinterlegt. Ja, schön. Wo ist das Versteck? Das Versteck, das muss hier irgendwo sein. Ach, da habe ich doch gerade was gesehen. Touristenfrühstück, da unten ist es. Wie komme ich denn da ran? Von der Seite. Ah. Schön, Versteck gefunden. Und da vorne haben wir auch schon. Hä? Ein richtiges Hundi und der Rest ist fake. Interessant. Okay. So, da kümmern wir uns mal um den Heli. Hier sieht's genauso aus. Aber das Emissionsschutzsystem ist intakt. Was? So, Mission abgeschlossen. Abstürzstelle 4 untersucht. So, haben wir jetzt eigentlich alle Helikopter? Ich guck mal kurz. Gut, wir haben den Heli. Ja, müssten wir eigentlich jetzt alle haben. Stingray-Einheit. Die Quelle der Entladung finden, die beiden Hubschrauber getroffen hat. Ja. Gut, die Dings hatten wir mal jetzt gefunden. Also die Helikopter. Das ist schon mal gut. So, was können wir denn noch hier machen? Hier können wir noch ein paar Räume rein. Hier gibt's aber nichts. Dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Da hinten kommen wir noch rein. Vorschlaghammer, ansonsten gibt's hier auch nichts. Hier ist auch alles clear. Gibt's auch nichts. Und das sieht so nach offenem Feld aus. Irgendwie. Hier wartet doch sicher das ein oder andere Getier. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Na, schauen wir einfach mal. So, und da unten haben wir eine Luke und oben haben wir einen Kontrollraum. Das ist jetzt der Abstieg zu der Unterführung nach Pripyat. Da müssen wir zwar jetzt noch nicht hin, aber das ist schon mal schön, dass wir das gefunden haben. Ist ja auch nicht verkehrt. So, und hier haben wir noch ein Dienstprotokoll.
Der Eingang zur Unterführung ist hier. Wenn wir den Generator aktivieren, können wir dadurch die Aufzugverriegelung öffnen. Ganz genau. Das Dingens wird dann von hier gesteuert und da unten geht dann die Luke auf. So, dann gucken wir mal wieder kurz auf den PDA. Wir haben nämlich da hinten noch den Weg nach Pripyat. Da werden wir nämlich auch gleich mal rüber laufen. Da wir hier ja jetzt fertig sind. Kann ich da rein? Nein. Kann ich da rein? Nein. Kann ich da rum? Ja. Eine kleine Abkürzung nach draußen. Das ist schön. So, und dann müssen wir da hinten hin. In dem Gebäude haben wir nämlich noch eine Kleinigkeit. So, natürlich gehen wir wieder jeden Raum untersuchen, klar. Wir wollen ja auch keine Verstecke und sowas vergessen. Auch wenn ich sicher schon einige übersehen habe, aber egal. So, weiter rauf geht's nicht. Dann haben wir hier nichts, was uns interessiert. Haben wir hier was? Nein. Aber hier. Hier haben wir nämlich Baupläne der Unterführung. Pläne für die Unterführung Pripyat 1. Das beweist, dass es einen unterirdischen Weg nach Pripyat gibt. Ja, den haben wir eigentlich gerade vor 2 Minuten gefunden. Die Unterführung. Gut, haben wir denn sonst noch was hier? Nein. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Schön. Dann können wir hier jetzt wieder nach Hause gehen. So, einmal raus hier. So, wo komme ich denn hier raus? Hier, da drüben entlang. Wo wir hergekommen sind, würde ich mal sagen. Hundi. Ach, noch mehr. Wuff, wuff. Ich höre noch ein paar Hundis, aber ich sehe gerade keinen. Hundi? Hundi? Hör die doch. Gut, geben wir einfach mal ein bisschen Fersen, gell? Da. Sehr gut. So, und hier war ja noch. Wurde mir ja letztens gesagt. Da, haha. Noch ein kleines Versteck. Mit reichlich Ausbeute, schöne Granaten, Erste-Hilfe-Kit, Medikit, Munition und einen schönen kleinen AK. Schön. Hatte ich das letzte Mal gar nicht gesehen, da sind wir ja hier mit dem Nachtsichtgerät vorbeigelaufen. Da war hier natürlich alles ein bisschen dünkler. So, dann hätten wir das hier eigentlich erledigt.
Das ist schon mal gut. So habe ich den Wodka dabei. Für meine geringe Verstrahlung. Ja, schön. Und jetzt haben wir Hunger auch noch. Nam, nam, nam. Touristenfrühstück. Das ist immer gut, das ist immer lecker. So, und wenn wir schon gerade hier sind, dann holen wir uns doch auch gleich das Artefakt, das sowieso da vorne wieder rumschwirrt. Ja, na, jetzt. Wie gesagt, nach Emissionen tauchen ja Artefakte immer wieder neu auf. Deswegen holen wir uns auch gleich dieses schöne Artefakt. Ja, das ist meins. So, und da haben wir so einen schönen Blutsauger. Na gut, der haut ab. Der weiß, dass er gegen uns keine Chance hat. La 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 la. So. Gut, und das heißt, wir müssen wieder zur Janov-Station zurück. Wir müssen jetzt nämlich mal die Infos abgeben, was wir hier jetzt alles in der Jupiter-Anlage gefunden haben. Und ja. Dann nähern wir uns allmählich auch schon dem Durchgang und damit Pripyat selbst. Und Pripyat ist ja dann das letzte Kapitel. Und dann ist das Let's Play eigentlich auch schon wieder vorbei. Das ist ja... So, das kann ich jetzt gleich schon verraten. Da kommen wir auf keine 100 Parts mehr. Jetzt sind wir ja, glaube ich, auf Part Nummer 49 müsste das sein. Ja, also ich würde sagen, maximal 20 Parts noch, dann haben wir das alles erledigt. Gut, wir müssen noch zwei Chimären töten, das fällt mir gerade noch ein. Und die Framerate, die spinnt hier schon wieder rum. Böse Framerate hier. Oh ne. Kacke. So, egal, wir kümmern uns jetzt mal um die Dokumente. Einmal rein. Nitro. Was geht? Ja, frage ich dich. Ich habe einige Dokumente gefunden. Darin wird beschrieben, wie man nach Pripyat gelangt. Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Ja, ja, ja. Es gibt also eine Unterführung namens Pripyat 1, die unterhalb der Stadt Pripyat verläuft. Und unter anderem im Transportbereich der Jupiteranlage vor einem Aufzug endet. Beeindruckend. Laut den Notizen wurde die Unterführung versiegelt und mit Gas gefüllt. Außerdem wurde die Stromversorgung unterbrochen. Ich könnte versuchen, den Generator wieder zum Laufen zu bringen und dadurch die Aufzugverriegelung zu öffnen. Allerdings kann ich mich nicht ohne geeignete Schutzmaßnahmen in Jupiter aufhalten und ich rate dir gar nicht erst daran zu denken, auf eigene Faust unter der Erde herumzuspazieren. Du brauchst wenigstens ein paar Leute an deiner Seite, außerdem braucht ihr alle Schutzanzüge mit geschlossenem Atemkreislauf. Oder ihr werdet dort unten keine Minute überleben. Hör zu, Zulu lebt in einem Turm, nicht weit von hier. Versuche mit ihm zu reden. Falls ihr gut miteinander klarkommt, erklärt er dir vielleicht, wie man einen Trupp zusammenstellt. Ja, und das ist auch unsere nächste Aufgabe. Mit Zulu. Einen Trupp zusammenstellen.